Anfang Juni 2012 weilte ich im Erzgebirge. Mein eigentliches Ziel war die Preßnitztalbahn, aber da zwischen Kranzahl und Oberwiesenthal ein Jubiläum anstand, entstanden als Nebenprodukt auch einige Aufnahmen von der Fichtelbergbahn. Der Ausgangspunkt für die Reise ins Gebirge liegt an der normalspurigen Erzgebirgsbahn im kleinen Ort Kranzahl. Im Tal der Semar auf 654 Meter Höhe beginnt die Reise. Die täglich verkehrenden Züge sind heute in der Regel mit Neubaudampfloks der Baureihe 9977 bis 79 bespannt, die in den 50er Jahren erbaut wurden und sich in der Konstruktion an die Einheitslokomotiven aus der Vorkriegszeit anlehnen. Hang entlang geht es zunächst durch den langgestreckten Ort Neudorf moderat aufwärts bis zur Haltestelle Vierenstraße, wo das steilste Stück der Strecke beginnt. Steigung von bis zu 1:27 fordert den 600 PS der Maschinen einiges ab, bevor in 831 Meter Höhe, kurz vor dem Bahnhof Niederschlag, der Scheitelpunkt erreicht ist.
Anschließend geht es hinab ins Pöhlbachtal. Immer entlang des Baches, der heute die Grenze zu Tschechien markiert, geht es in gemächlicher Fahrt zunächst nach Hammer und der Wiesental. Ab hier steigt die Strecke wieder leicht an, bevor nach 17 Kilometern die Endstation Oberwiesental erreicht ist und es wieder zurückgehen kann. Beobachten wir nun den Zug auf der Rückfahrt eine Zeit lang, bevor er wieder in den Bahnhof von Kranzahl einfährt. Nicht nur Regelverkehr, sondern auch Sonderzüge gab es aber an diesem Jubiläumswochenende zu bestaunen. Erstmals auf der Fichtelbergbahn zum Einsatz kam der Nachbau einer Lok der sächsischen Baureihe 1K aus dem Jahre 2009.
Da die kleine Lok auf der steigungsreichen Strecke mit den langen Zügen aber hoffnungslos überfordert wäre, fuhr sie zumeist in Sandwich- oder Doppelbespannung mit einer sächsischen 4K. Eindrucksvoll arbeiten sich die beiden Maschinen den Berg hinauf und machen insbesondere auch auf dem 100 Meter langen und 20 Meter hohen Hüttenbach-Viadukt eine gute Figur.